Ja Mensch, herzlich willkommen zum KGS TDW Turnier 4.0 und zwar mit der ersten Schlacht in Runde 3. Ja, es ist endlich soweit, wir können mit Runde 3 beginnen. Das lag vor allen Dingen daran, dass ich einmal in Köln war wegen der Gamescom, dann privat verhindert war und dann beim Zurafter die letzten Tage verbracht habe und jetzt auch noch leicht angeschlagen bin, weil ich eine Stelle im Mund habe und deswegen das nicht so ganz toll ist zu sprechen auf Dauer und deswegen hatte ich die letzten Tage mal keine Lust aufzunehmen. Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, ich muss das Turnier weiter voranbringen, weil sonst vergesse ich selber, dass ich das überhaupt noch leite hier. Und deswegen sind wir hier jetzt endlich in Runde 3 angekommen. Ich habe jetzt bisher 7 von 8 Schlachten bekommen. Das bedeutet, es fehlt mir nur noch eine. Aber wir werden das jetzt einfach so durchziehen. Und zwar alphabetisch sozusagen. Mit Gruppe A fangen wir an, dann die erste Schlacht und die zweite Schlacht. Und dann gehen wir weiter in die anderen Gruppen. Das bedeutet, wir sind jetzt in Gruppe A mit der Schlacht Fritz der Große gegen Caster. Und wir sehen diese Schlacht an der galizischen Ria aus der Sicht von Caster, der hier die Preußen ins Schlachtfeld führt. Und da schauen wir uns nochmal an, was wir hier überhaupt so vor uns haben. Ich muss nochmal kurz den Zettel rausholen mit den Regeln. Da stand drauf, mindestens 2x Kavallerie, maximal 4x plus General, 5x Line Infantry, 2x leichte Infanterie maximal und keine Artillerie und maximal 3 Grenadiere. Und alles darf gewertet werden. Mal sehen, wie er das hier umgesetzt hat. Wir haben hier einmal preußische Füsiliere, das 8. Leibregiment, die Gardeinfanterie, preußische Füsiliere, Gardeinfanterie, Towarzystings, brandenburgische Ulanen, dann hier Lutzwosches Freikorps, Lützowsches. Ich glaube, mir hatte dann das einer mal reingeschrieben, wie das heißt, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Also zweimal das Freikorps, scheinbar. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Nee, ich glaube, das ist zweimal das Freikorps. Und dann die Leibhusaren. Zweimal. Und dann hier hinten der General. Habe ich mich verzählt? Ich kann mich auch verzählt haben. Ich habe mich verzählt, das ist nämlich nur einmal das Freikorps. So, dann hier hinten nochmal Gardeinfanterie. Und ich glaube, das passt so, wenn man sich das anschaut. Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Hier stehen die Franzosen bereit. Das ist Fritz der Große mit seinem Generalstab. Dann hier der alten Garde, den Linienfusilieren. Linienfusilieren hier Chasseur Cheval. Zweimal. Und wo sind die restlichen? Ach, da hinten sind die restlichen Truppen. Ich bin immer verwirrt, dass das hier oben nicht angezeigt wird, während ich im Pausemodus bin. Dann haben wir hier einmal 18. Regiment de Infanterie de... Wieder die Tapferen. Dann Linienfusiliere, niederländische Grenadiere, Chasseurs à Cheval zweimal und vielleicht tauchen hier im Wald nochmal im Verlauf der Schlacht nochmal leichte Infanteristen auf. Mal sehen. So, Pause weg. Schauen wir mal, was passiert. Stimmt eigentlich, wir haben hier allgemein gesehen halt nur die preußischen Füsiliere momentan als leichte Infanterie sichtbar. Und der Feind hat sichtbar noch gar keine leichten Infanteristen. Ich bin immer noch verwirrt. So, aber hat sich hier sehr breit aufgestellt mit zwei einzelnen Truppen. Statt sich zu kombinieren, wie das hier Caster macht. Und sich kombiniert halt an einer Stelle mit seiner gesamten Armee bündelt. Und ihr gleich seine Kavallerie losschickt. Da könnte durchaus einen großen Vorteil haben, wenn er jetzt hier einfach reinrushen würde. Ja, und die Kavallerie ausschalten würde. Im Kavalleriegefecht hätte er jetzt die Oberhand, weil er 4 gegen 2 steht und halbwegs guten Position hier hat. Eine Runde Chasen. Bei dieser Schlacht geht es eigentlich um nichts außer den Gruppensieg, denn beide haben schon 2 Siege davongetragen. Das bedeutet, die anderen beiden in der Gruppe sind leider mit 0 Punkten bisher, also mit 0 Siegen bisher, dabei. Das wird sich wahrscheinlich ändern, weil die schlagen ja auch noch eine Schlacht, die wir dann als nächstes sehen werden. Und da wird dann einer einen Sieg bekommen und der andere nicht. Also geht es hier eigentlich nur darum, wer 3 Siege hat und wer nur 2 hat. Das bedeutet, an sich brauchen wir uns diese Schlacht gar nicht anschauen, weil sicher ist auf jeden Fall, beide dieser Leute hier sind weiter. Das auf jeden Fall schon mal festgesetzt. Aber wir schauen uns das natürlich trotzdem an. Vielleicht kann der ein oder andere da eine Taktik erkennen, die er dann vielleicht für die... Ja, fürs Viertel? Ich weiß gar nicht, wie viele übrig bleiben letztendlich. Ich glaube Viertelfinale oder Achtelfinale? Nee,
Viertel muss es sein, Achtel wären 16 Leute. Ich glaube, wir werden 8 Leute, genau 4 Gruppen mal 2 sind 8 Leute. Mann, ich kann trotzdem rechnen, obwohl ich in den Ferien bin. Mittlerweile stehen hier die Soldaten halbwegs gut. Die Voltigiere sind tatsächlich aufgetaucht. Das ist leicht im Vertrieb an den Gegner verloren. Das klang gerade sehr laut, aber wurden nur Fenster eingeschlagen oder Türen. Hier hinten sind auch nochmal Voltigiere, also zweimal Linieninfanterie, wollte ich sagen. Light Infantry ist auf jeden Fall gesichert. Und hier sind die drei Truppen. Also theoretisch müsste Custer jetzt relativ schnell agieren, damit er hier die geballte Feuerkraft auf die kleine Armee setzen kann. Und dann eventuell, bevor die andere Einheit eintrifft, die Einheiten schon besiegt haben könnte. Wobei das wahrscheinlich gar nicht so einfach sein wird, wie ich das hier sage. Denn so schnell fliehen die wahrscheinlich nicht. Ich meine, das sind Linienfusiliere. Und die alte Garde, die ist natürlich alt und erfahren. Läuft hier wacker nach vorne. Wacker Sandhausen. Oder so. Und wird schön beschossen. Hat hier direkt erstmal 11 Leute verloren. Ohne selber Schaden anzurichten. Natürlich ein bisschen problematisch. An sich hatte ich im letzten Livestream auch noch eine Schlacht hier aus dieser Runde bereits kommentiert. Allerdings ist mir dabei die Aufnahme verkackt irgendwie. Also da ist irgendwas mit der Videodatei nicht in Ordnung. Deswegen muss ich leider wieder von vorne anfangen. Beziehungsweise, naja, ist ja nicht so schlimm. Hat ja bisher nur der Stream gesehen. Von daher kein großer Verlust. Ich hätte es sonst halt hochgeladen. So, wäre mal ganz lustig gewesen, mal das so zu sehen. Eieieiei. Da werden die Chasseurs aber ordentlich reingedrückt. Kommen aber in die preußischen Füsiliere relativ gut rein. Linienfusiliere, kleine Probleme, aber schießen doch ganz wacker eigentlich, ganz gut. Die alte Garde wird hier mal weiter gelockt. Zieht sich jetzt aber wieder zurück. Die Chasseurs haben natürlich den Vorteil, die können sowohl chargen als auch schießen. Haben hier mit der einen Einheit aber nicht so viel Schaden angerichtet, als dass sich das lohnen würde, dass man da eine gesamte Kavallerieeinheit für opfern müsste. Das bedeutet, jetzt wo ich das so momentan noch überblicken kann, würde ich grob sagen, kleiner Chancenvorteil für Custer. Aber das kann sich ja mal ganz schnell ändern. Auch wenn ich jetzt nicht genau wüsste wie. Fritz hat hier seine Einheiten noch nicht ganz positioniert. Hier scheinbar ein Vorstoß. Ah ne, das sind ja die Preußen, pardon. Die Preußen stoßen hier vor gegen die leichte Infanterie. Das ist schon mal ein sehr guter Zug. Das bedeutet, die sind gleich nicht mehr dabei. Damit ist der leichte Infanterie Vorteil für. Also nicht Vorteil, was wollte ich sagen? Für Custer dann halt ein bisschen extremer. Weil er eine Einheit halt mehr hat dann letztendlich. Weil die preußischen Füsiliere hier ziemlich angeschlagen sind. Hier werden die anderen Voltigiere angegriffen. Das bedeutet, die leichte Infanterie von Frankreich ist direkt gebunden und größtenteils schon vernichtet. Unsere Männer fliehen, Sir. Kämpfen die Chasseurs à cheval gegen. Wen kämpfen die denn da? Keine Ahnung. Junge Flüchteneinheiten, preußische Füsiliere, genau. Die brandenburgischen Ulan. Also kavallerietechnisch sehe ich hier ein kleines Problem beim Fritz. Wenn er sich jetzt nicht beeilt, dann kriegt sein General auf den Deckel. Statt die Einheiten da in das Gebäude reinzuschicken, hätte ich sie jetzt umgedreht vielleicht auf die Kavallerie schießen lassen. Weil warum muss man sich dieses Gebäude jetzt unter den Nagel reißen? Ja klar, da ist die Garde-Infanterie drin, aber man sollte doch vielleicht erstmal gucken, dass man den Krieg hier draußen gewinnt. Man kann ja auch aus Reichweite dieses Hauses weggehen. Und sich besser positionieren, eventuell hier so ein bisschen auf dem Hügel oder so. Wenn ich schlecht. Aber. Es driftet alles irgendwie so leicht in die Richtung, dass die Preußen hier ein bisschen den Vorteil haben, würde ich jetzt mal sagen.
Hier sind nochmal die Chasseurs. Die kommen jetzt, laufen aber schräg zur... oder parallel zur eigentlichen Line. Kriegen wir die Leibhusaren halbwegs gut in den Griff. Wurden aber gerade von den eigenen Einheiten abgeschossen. Werden jetzt hier nochmal vom 8. Leibregiment beballert. Unsere Männer fliehen, Sir. Und kommen wir noch ganz gut durch. Hätte gedacht, die wären jetzt schon wesentlich schlechter in Sachen Moral. Also werden hier die eigenen Truppen von hinten beschossen, das wäre nicht gut. Kommt jetzt die Kavallerie, kann wunderbar in die Seite chargen. Macht sie auch. Da wird das Quadrat ein bisschen zu spät gebildet. Aber stoppt den Ansturm dann doch noch. Ah. Aber auch hier ist der Kavallerieansturm abgeblockt worden. Klar, Verluste sind erlitten worden bei den Preußen. Allerdings haben sie das Gebäude immer noch. Unsere Männer fliehen, Sir. Und haben hier auf der Seite noch die Einheiten. Also, nicht so gut. Das sieht nicht mehr gut aus für Frankreich. Aber was will man machen, ne? Wenn es dann an einer Stelle nicht mehr funktioniert. Das war vielleicht tatsächlich das Problem, dass die gesamte Armee noch nicht zusammen formiert war am Anfang, sondern erstmal sich mühsam dahin arbeiten musste und von daher hatte Custer genügend Zeit, um sich selber aufzustellen. Eieiei, ein ordentlicher Charge hier gerade. Eine Einheit komplett weggeraped. Die andere so gut behagt. Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig. Hier ist noch der General, der wird jetzt auch angeritten. Der hält auch nicht lange durch. Und hier die letzte Einheit, die alte Garde tatsächlich. Ah ne, da hinten ist noch die niederländischen Grenadiere. Die jetzt aber auch... Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Weglaufen. Jetzt hat die eine Einheit keine Munition mehr. Das ist aber auch nicht mehr wichtig, weil so viel zu schießen ist, glaube ich, nicht mehr. Den Rest könnte man auch im Nahkampf bekämpfen. Der General ist auf jeden Fall tot. Die letzte Einheit der Franzosen flieht. Das bedeutet, Custer hat gewonnen. Glückwunsch an dieser Stelle zum Gruppensieg und zu 3 Siegen in Folge. Ein glorreicher ungeschlagen, Sieg, Sir, sozusagen. Gehört bald Ihnen. Ja, sei ruhig. Wir haben es gesehen. Und von daher, ja, Glückwunsch. Ihr seid trotzdem beide weiter. Also ihr seid beide Gewinner, auch wenn Fritz diesmal verloren hat, ist er trotzdem ein Gewinner, weil er in die nächste Runde einzieht und weil er die Schlachten vorher gut geleistet hat oder gute Arbeit geleistet hat. Von daher freut mich, dass ihr beiden euch schön behagt habt. Also tatsächlich, wie gesagt, vielleicht ein bisschen das Problem, wenn man die Einheiten so aufsplittet, dann natürlich die leichte Infanterie relativ schnell verloren oder leicht verloren. Hätte nicht sein müssen, vielleicht... Weil hier im Wald weiß man natürlich nie, was da rauskommt. Das kann ich noch verstehen. Aber ins Haus schicken war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Das kann man machen, wenn man wie Custer sozusagen die Überhand hat und eine große Armee hinter sich stehen hat. Aber wenn man nur so kleine Einheiten hat, die dann da reinschicken, dann die große Armee dazu bringen, dass da tatsächlich Einheiten reingehen gegen leichte Infanterie im Nahkampf, ist natürlich sowieso schon mal so ein bisschen schwierig, das mit der leichten Infanterie dann zu gewinnen. Naja, das war eine schöne Schlacht. Freut mich, dass ihr dabei wart. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.